wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben. Wir wollen ein Wunder erleben, dann sei doch selbst das Wunder. Ihr wundert euch deswegen, dass eure Leben euch nichts geben. Ja, hallo YouTube. Nur ein kleines, kurzes Video heute. Und zwar kein Wundervideo, sondern ein Richtigstellungsvideo, ne? Weil es anscheinend zu meinem letzten Video hier das ultimative Digital Talk Schlussstrich-Video, ne? Da gab es wohl irgendwelche Missverständnisse und Irritationen. Das möchte ich mit diesem kleinen Video hier aus der Welt schaffen. Und zwar muss ja die Geschichte so sehen. Dieses Originalvideo, dieser dunkle Part quasi, ne, woraus dieses Video bestand, was die Geschichte erzählt der letzten 7 Jahre, entstand ja in der Nacht zum 1. April. Und in der Nacht zum 1. April, also vor einem Monat ungefähr, waren die Sachen, die Zustände, die Umstände noch ganz andere, als wie sie heute sind. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen und in dem Zusammenhang auch sehen. Ne? Also, was am 1. April war, ist heutzutage schon fast wieder veraltet. Ne? Und naja, auf diese Sachen wollte ich dann quasi hinweisen, die sich in der Zwischenzeit verändert hatten. Und ihr wisst ja, ich habe das Video erst Anfang Mai rausgebracht, weil ich vorher einfach keine Zeit hatte, ne, um da irgendwie groß was zu machen. Aber ich habe eine Einleitung erstellt, die in die richtige Richtung ging, ne? Die quasi aufzeigen sollte, wie man das nachfolgende Video zu sehen und aufzufassen hat. So, und diese Einleitung war über 50 Minuten nachher lang, ne? Und das wollte ich euch auf YouTube zumindest nicht zumuten, weil es eigentlich auch uninteressant ist, ne? Also von dem Aspekt jetzt hier auf YouTube zählen sozusagen die Kernpunkte, ne? Und ihr habt das ja gesehen, ich habe auch ein paar andere Passagen in dem Video so im Schnelldurchlauf komprimiert, wo ich so abgeschweift bin und rumgeschwurbelt habe, ne? Das ist für die Aussage des Videos, der Geschichte, nicht wichtig gewesen. Ne? Deswegen war das weg. Und dieses originale Video sollte ja auf dieser Bonus-DVD, der Digital Talk, erscheinen. Ne? Und ich nehme an, weil ich nachher diese neue Einleitung, die habe ich ja weggeschnitten, die habe ich ersetzt durch eine kürzere. Ne? Und in der kürzeren war natürlich nicht alle Punkte und Aspekte beleuchtet worden. Und ich hatte mir das dann so vorgestellt, dass ich diese Einleitung separat auf YouTube jetzt am Wochenende hochlade, als Ergänzung. Ne? Aber mir war nicht bewusst, dass manche oder einige oder eine Person zumindest das irgendwie falsch auffassen könnte. Ne? Daran hatte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ne? Und ich vermute, dass diese Auffassung auch nur deswegen aus dem Grund entstanden ist, da er dieses Video nicht komplett kennt, ne? Also die Originalversion an einem Stück. Ne? Und das möchte ich ein bisschen jetzt klarstellen und entkräften. Ne? Also wir haben uns in der Zwischenzeit natürlich unterhalten und Kontakt wieder. Und das Abogeld ist auch wieder da und viele positive Dinge, ne, die sich entwickelt haben. Aber das war zu dem Zeitpunkt der Videoerstellung nicht so, ne? Es war auch nicht abzusehen, dass sich da irgendwas dran ändert. Ne? Für mich war zu dem Zeitpunkt nur eines klar, ich wurde zum 4. Mal versetzt und danach brach der Kontakt ab. Und ich hätte auch ein ganz anderes Video drehen können. Ne? Eins, wo ich sage mal, weiß ich nicht, also auf die Kacke haue oder so. Ne? Und wo ich sauer bin oder keine Ahnung, nein, hätte ich nicht gemacht. Also solche Videos drehe ich eigentlich nicht. Da bin ich überhaupt kein Typ für solche, ich zahle es dir jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise Heimvideos. Ne? Sowas mache ich eigentlich gar nicht. Ne? Aber vom Prinzip her hätte ich ja sowas machen können. Ne? Und ihr habt aber gesehen, ich habe meine Emotionen komplett aus dem Spiel gelassen. Ne? Ich habe das zwar aus meiner Sicht, so wie es mir vorkommt, ne, erzählt, aber ich habe da jetzt keine Vorwürfe oder Hassreden oder irgendwie sowas eingebaut, ne? Oder wo ich, sage ich mal, in die Richtung gehe, so müsst ihr auch denken und das bewerten. Ich habe sogar dem Zuschauer hier und da, ja, eigentlich immer, nicht nur hier und da, aber ich habe es hier und da nur erwähnt, den Freiraum gelassen, sich seine eigenen Gedanken zu machen und sich in die Situation hineinzuversetzen, wie derjenige sich dann, sage ich mal,
an meiner Stelle verhalten hätte und wie es ihm vorgekommen wäre, zum Beispiel. Ne? Aber ich habe nicht gesagt, die Dinge sind so. Ne? Also klar gab es auch Sachen in dem Video, wo ich nur vermutet habe, dass die so sind. Ob die so sind, weiß ich nicht. Ich kann aber, wie gesagt, ich habe das nicht gesagt, dass diese Sachen auch wirklich so sind. Ne? Sondern ich habe das nur so meine Gedanken mal kreisen lassen. Ne? Und diese Sachen, ne? Okay, muss ich sagen, die habe ich da auch eingebaut, aus einem bestimmten Grund. Der Grund war ja, der Kontakt war weg. Ne? Und ich wusste ganz genau, wenn ich solche Sachen da einbaue, naja, vielleicht konnte ich ihn damit wieder aus der Versenkung holen. Das hat ja jetzt auch irgendwie funktioniert, obwohl es gar nicht so beabsichtigt war. Ne? Also, na, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und man muss halt sozusagen wirklich so aus diesem Konsens sehen, man sollte dieses Video so lassen, wie es ist. Also meiner Meinung nach. Ne? Es war zu einem Zeitpunkt entstanden, wo die Sachen anders waren, wie sie heute sind. Da muss man allerdings wissen, ne? Vorher, ne? Bevor man sich dieses Video anschaut. Das ist natürlich ganz klar. Andersrum, wären diese Dinge nicht eingetreten, würde es dieses Video auch gar nicht gegeben haben. Ne? Hätte ich das nie gedreht. Ne? Wenn bis zum 1. April diese Sachen, der Kontakt, ne, vorhanden gewesen wäre, die Sachen geklärt gewesen wären, hätte ich dieses Video nie gedreht. Ne? Und ich sagte ja schon im Video, dass mich die neuerlichen Umstände dazu zwingen, dieses Video zu drehen. Ne? Und das ist sozusagen der Grund gewesen, der Aspekt. Ne? Weil ich wollte die ganze Zeit schon irgendwie mal irgendwas gemacht haben und dann habe ich mir halt die freie Zeit genommen in der Nacht und habe dann halt dieses Video von dem Stand natürlich in der Nacht genommen. Ne? Man kann das nicht auf alles beziehen. Ne? Das ist halt so die Geschichte, die ich so, naja, euch da ein bisschen hier für sensibilisieren will. Ne? Also euch da zu erklären, warum die Sachen so sind. Ne? Und klar hätte ich jetzt auch das Video komplett weglassen können. Ne? Das wäre wahrscheinlich das Einfachste gewesen. Aber andersrum muss ich sagen, ich habe so viele Anfragen erhalten, ne, von Leuten, die wissen wollten, warum dazu gekommen ist und was überhaupt vorgefallen ist. Und deswegen habe ich diese Dinge, soweit ich wie ich es richtig fand und vertreten konnte, auch erwähnt in diesem Video. Und es ist ja auch jetzt nicht nur auf eine Person zugemünzt, ne, sondern es deckt ja einen Zeitraum von 7 Jahren ab. Ne. Und da spielen ja auch ganz andere Leute noch eine Rolle und ganz andere Dinge noch eine Rolle. Ne. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Bashing-Video auf eine Person gemünzt. Ne. Es ist halt eine Zeitspanne und da spielt eine Person halt eine Rolle und andere Leute spielen auch eine Rolle da drin. Ne. Und die werden sich wahrscheinlich ja freuen eher, ne, als ich es da erwähnt habe. Ne. Ja, und wie gesagt, die Leute, die gefragt haben, na, da hatte ich dann halt was in der Hand, ne, nach dem Motto, so, dann hier habe ich einen Link, guckt euch das an, brauche ich das nicht nochmal erzählen, ne, 10-mal. Ne. Darum ist dieses Video erschienen. Ne. Und wie gesagt, vom Prinzip her ist es halt eine Reaktion auf eine Aktion, ne, die vorher gelaufen ist. Und man kann nicht erwarten, dass man Dinge, die passiert sind, durch Totschweigen oder durch Überpiepsen von irgendwelchen Namen, die ja eigentlich auch nur ausgedacht sind. Das ist ja, sind ja keine Realnamen gewesen oder sowas, ne? Ja, dass man die totschweigt, ne? Als ob sie nie stattgefunden hätten. Ne? Ich finde es, muss ich sagen, sehr löblich, ne? Dass sich die Person verändert hat, geändert hat, ne? Seinen guten Willen beweist und zeigt. Ne? Es ist ein richtiger Schritt oder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ne? Das ist natürlich sehr schön, das freut mich, ne, für ihn. Und wie gesagt, also von meiner Seite aus war es nie so angedacht, wie er wahrscheinlich jetzt meint, wie es aufzufassen sein soll. Das ist kein Bashing-Video. Ne? Also ich sage ja, wie ich am Anfang gesagt hätte, ich hätte da was weiß ich was machen können. Das wäre dann ein Bashing-Video gewesen, ne? Wenn ich solche Videos drehen würde. Tue ich aber nicht. Bin ich gar kein Mensch für. Ich will mit allen Leuten gut klarkommen und auskommen. Und meine Intention ist halt, dass man einerseits muss eine Freundschaft das abhalten können oder aushalten können, dass man auch mit kritischen Dingen, auch mit negativen Dingen umgeht, ne, die anspricht, ne, und sie gemeinsam klärt, ne, zum Beispiel. Und das andere ist halt die Sichtweise. Ne. Man kann nicht, sagen wir mal, von anderen Leuten erwarten, dass sie alles tolerieren, akzeptieren, ne, und man selber ist intolerant. Ne. Also ich will damit sagen, ich habe das Verhalten zwar nicht toll gefunden, was diese Person quasi sich so geleistet hat im Laufe der Zeit, aber ich habe es akzeptiert.
Na, ich bin jetzt nicht losgelaufen und habe gesagt, so, ich kündige jetzt die Freundschaft oder ich will keinen Kontakt mehr mit dir. Ich habe immer dir das Wort angeboten, ne, meine Hilfe auch. Du weißt das, ne, da stehe ich nach wie vor zu. Ne. Du wirst deine Gründe haben, warum es so ist, und die kennst nur du. Und wenn du sie für dich behältst, ne, dann ist es halt so, du hast da deinen Grund für. Ne. Ich will da auch nicht irgendwie drin rumbohren und so. Ne. Ich akzeptiere das so für mich. Und andersrum erwarte ich natürlich dann auch so ein bisschen Akzeptanz oder ein bisschen Verständnis dafür, für die Dinge, die ich halt mache. Ne. Aufgrund dessen, naja, als Reaktion dessen, wie du dich vorher sozusagen verhalten hast. Ne? Weil das hängt ja alles zusammen auch mit. Ne? Also Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion. Ne? Obwohl ich das ja eigentlich gar nicht so machen will. Ne? Nach dem Motto so, du machst das, ich mach das, du machst das. Ne? Das will ich ja gar nicht. Ich will ja hier nichts auf eine Waage legen und abwägen, wer hat hier mehr und wer weniger und so was. Das will ich überhaupt nicht. Ne? Aber es dreht sich, sagen wir mal, hier um Dinge, die einfach viel zu wichtig sind, ne? Weil sie nicht nur uns zwei betreffen. Das sind Dinge, die betreffen noch andere Leute. Das sind Dinge, die betreffen ein ganzes Team, eine ganze Leserschaft, eine Abonnentenschaft. Ne? Und wer es, sagen wir, nur zwischen uns privat, ne, würde ich sagen, egal. Da würde ich überhaupt nichts machen. Da würde ich keine Videos drehen, so, ne? Da würde ich gar nichts machen. Aber das ist halt eine Sache, wo auch viele, viele andere Leute noch eine Rolle spielen. Ne? Und von daher muss ich das. Oder habe ich halt gedacht, ich müsse das sozusagen machen. Also ich habe da schon einen Sinn drin gesehen, warum es so gekommen ist. Und du hast gesehen, ich habe mich ja sehr zurückgehalten. Ich habe es neutral und sachlich präsentiert. Ne? Und okay, es ist alles eine Ansichtssache. Ne? Der eine sieht es so, der andere sieht es etwas anders. Ne? Ich sage, das ist eine Sichtweise nur von mir persönlich. Ne? Ob die richtig ist oder falsch, ne? Das kann sich ja jeder selber ein Bild zu machen. Ne? Aber es war nicht böse gemeint. Und es war nicht, um dir da einen reinzuwirken, um dir irgendwas schaden zu wollen oder irgendwas. Ne? Und von daher überlege es dir. Ne? Sag mir Bescheid, wie deine Entscheidung ausfällt, ob ich diese zensurierte Pieps-Fassung austauschen soll. Ne? Mache ich, ist kein Thema. Du siehst, wir können, ne, auch mit solchen Sachen verhandeln. Ich bin da nicht böse. Ne? Ich finde das sogar gut, dass du mir deine Meinung sagst und Kritik äußerst und sowas. Ne? Und ich bin bereit, das auch so nach deinen Wünschen umzusetzen dann. Ne? Natürlich nur, ne, du weißt, bis zu einem gewissen Maße. Ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich verbiete dir komplett das Video, da würde ich mich auch nicht drauf einlassen, ne? Weil einfach zu viele andere Dinge da schon mit drin sind. Ne? Das würde ich dann nicht tun. Ne? Aber wenn du sagst, du willst das nicht und das nicht, da kann man drüber reden, ist ja kein Thema. Und ich, wie gesagt, ne, ich biete dir das an. Auch selbst wenn ich jetzt die überpiepste Fassung hochgeladen habe und dir fällt dann noch irgendwas auf, was du geändert haben willst, sag mir Bescheid. Ne? Solange bis du meinst, es wäre okay. Ne? Habe ich überhaupt kein Thema mit. Ne? Die Frage ist nur, wie die Zuschauer darauf reagieren. Ne? Das ist halt die Frage. Ne? Weil diese gepiepste Version sich halt sehr seltsam anhört. Und du musst das ja auch so sehen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie die Leute darauf, wie gesagt, darüber denken. Nach dem Motto, wieso will jemand, dass ein anderer einen gefakten Namen, also du weißt, ne, einen ausgedachten Namen ist ja nicht dein Realname, ne, aus dem Video rauslässt, ne, und dann immer die Piepser drüber setzt. Und die Geschichte geht ja auch noch weiter. Es sind ja nicht nur negative Verbindungen mit diesem Namen in dem Video über Pieps dann, ne, sondern auch durchaus die positiven, und da gab es ja auch ein paar von, ne. Die werden dann auch über Pieps und weg. Ne? Also wäre es im Endeffekt nur eine Piepserei. Ne? Aber das ist, musst du entscheiden. Ne? Ich überlasse dir da ganz frei, ne, die Entscheidung. Aber für mich ist es so, ich konnte jetzt einen Schlussstrich ziehen unter die Sache und darauf kann ich jetzt quasi bei Null wieder aufbauen. Ne? Also ich habe da kein Problem, dir die Hand zu reichen, ne, und zu sagen, komm, lass uns das alles vergessen, das war früher, wir bauen wieder neu auf. Ne. So denke ich da jedenfalls drüber, ne. Wie du denkst, weiß ich nicht. Ne. Aber wir werden es ja sehen. Und allen anderen sei gesagt, am Wochenende wird, naja, ein neues Video erscheinen. Zwar nicht mehr in dem Umfang wie ursprünglich gedacht, weil, wie gesagt, diese Einleitung, die werde ich da nicht mehr anbieten. Es wird ja eh nichts ändern. Ne? Die Sache ist ja durch jetzt sozusagen. Ne? Dafür dient ja auch hier dieses Video. Aber ich werde das angedachte
DVD-Video entsprechend bearbeiten. Auch selbst wenn er, sag ich mal, jetzt gerne hätte, dass die Piepser nicht drauf sind, sondern dass das so bleibt, wie es sein soll, ich werde diese fragwürdigen Passagen in Anführungszeichen, wo ich mir meine eigenen Gedanken mache, ne? Und ich bin ja kein Psychologe, ne? Ich bin ja kein Psychologe und kann das beurteilen und ich will es auch gar nicht, ne? Dass ich die rausnehme, ne? Die waren wirklich nur so gedacht, um da so ein bisschen, ich gebe es ja zu, ne? Ihn aus der Versenkung zu locken, ne? Weil ich gedacht habe, den davon hörst du nie wieder was, ne? Von ihm, ne? Weil ich ja schade fand. Ja, und wie gesagt, ansonsten war ja nichts Gemeines drin oder irgendwie was Beleidigendes oder irgendwas, ne? Und klar, er hat Fehler gemacht, aber wir sollten damit abschließen, ne? Wir sollten ihm vergeben, das ist so meine Intention, ne? Wer es kann, soll es machen, ne? Ich kann es und von daher würde ich sagen, beschließe ich dieses Video, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, das ist Blindflug, ich habe hier nichts an. Ich habe keinen Fernseher, um hier zu kontrollieren, da muss ich mir gleich alles mal angucken und anhören. Würde ich sagen, ich wünsche euch den Frieden, ne? Und wir lassen das hier ausklingen mit dem Lied Das Wunder von Tricky M aus dem Album Face to Face 2. Gefunden auf Jamendo.com, eine freie Musik und ich habe mir die gekrallt, weil ich die schon sehr gut fand, ne? Und passend auch. Und dann lass uns das Wunder beginnen. In diesem Sinne, macht's gut und bis später. Ciao, ciao. Ein Rapper, der von Leuten hier verstanden wird, weil ihm keiner was verdient, das ist ein Wunder. Ein Nazi weint, weil ein Ausländer schreit, dass sein Haus, Land und Weib wegen solcher wie Leid spüren musste und er zeigt, dass er nicht sein Feind ist und damit bleibt es, das ist ein Wunder.